Dann ist hier wieder so ein komisches... Wie kommt man hier hoch? In Deutschland werden da Treppen. Wo sind die Treppen? Das hat doch alle dämlich im Kopf. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crash Bandicoot 3. Beim letzten Mal haben wir das Goldrelikt in dieser kleinen Mini-Stage hier geholt. Und einfach nur, damit wir sie nie wieder sehen müssen. Und zwar... Oh nein, nicht wieder meine Unterhosen. Und zwar wirklich nie wieder, nie in unserem ganzen Leben werden sie, wenn wir die jetzt nochmal machen, nicht sie, das sie hatte damit gar nichts zu tun. Denn hier gibt es ja noch einen kleinen grünen Kristall und der grüne Kristall, der wäre ganz schön zu haben. Den brauchen wir ja für die 105% waren das, genau. Hallo, würdest du, danke, endlich mal sterben. Ich meine, das ist gerade eine Handgranate, sonst waren das doch immer aus wie Birnen. Warum sind das keine Birnen mehr? Sind euch die Birnen ausgegangen? Kein Wunder bei den Mengen, die ihr hier aus dem Fenster werft. Brennende Birnen. Mann, wie viel haben die davon? Wer wirft denn bitte brennende Birnen auf seine Straße? Oder auf sein, was weiß ich, auf sein fliegendes Schlossdorf hier. Irgendwie was. So, du wirst erstmal weggebombt. Nicht auf den Standardweg weggeraged. Und ihr kriegt's auch nochmal alle drauf, ne? Nur weil ich jetzt eben gestorben bin, heißt das nicht, dass ich jetzt hier durchrenne und euch alle hier am Leben lasse. Wisst ihr, wie oft ihr mich getötet habt? Das ist doch nur fair, dass wir das jetzt mal ausgleichen hier. So, komm, hier kann man schön rüberballern. Hauen wir hier mal alles weg. Von der Zeit her sieht das so schlecht aus. Schon bei einer Minute. Hallo. Geh jetzt drauf, Mann. Dankeschön. Du Arsch. Oh. Oh. Mann, was machst du denn für eine Kacke? Renn einfach dran vorbei, als ob es eine Zeit-Challenge wäre. Oder so halbwegs. Nein, das machst du nicht. Dann geht's wenigstens ein bisschen schneller. Ansonsten geht er viel zu langsam. Dreh dich. Oh, das könnte... Oh, das war sehr knapp. Zum Teil. Irgendwie. Eigentlich gar nicht, aber egal. So, und jetzt einmal hier lang drehen und schön langsam auf dem Ding andocken. Dankeschön. Und das ignorieren wir einfach mal schön. Aber warum ignorierst du denn die Zeit? Die sind doch wichtig in den Zeitrennen. Ja, aber wir machen doch gerade gar kein Zeitrennen. Wir sind doch für den roten Kristall hier. Nein! Diese TNT-Kiste ist so deplatziert. Wenn du dich da hindrehst, hab ich jetzt schon 3-4 Mal geschafft, dann haust du dich da wirklich jedes Mal rein. Jetzt mach doch mal ruhig eigentlich. Warum nimmst du dir denn nicht die Zeit für das? Das ist ein Arsch für das Level. Menno. Oh, YOLO. Ganz vorsichtig. Nicht sterben. Denn wir sind hier nicht zum Sterben. Boah, das erste Mal. Einfach durch da. Du kannst mich mal. Da oben mit deinem dämlichen, fetten Grinsen, das du immer zeigst und aus deinem Fenster rausguckst. Mir fehlen schon völlig die Worte bei dem Kack hier. So vorsichtig. Nein, das ist nicht vorsichtig. Nicht vorsichtig, sage mal nicht vorsichtig. So, jetzt immer mit der Ruhe, ja? Sagt der, der gerade auf dem Sprinten-Knopf hier durchrennt und auch nicht auf die Idee kommt, mal vom Sprinten-Knopf runterzugehen. So, an schwierigen Situationen. Ey, du bist... Nein, dich ignoriere ich jetzt nicht. Bam, voll ins Face. Die Typen sind anscheinend... Die lieben Birnen oder hassen Birnen, deswegen werfen die die ganze Zeit brennend auf die Straße. Aber was sie noch mehr hassen, sind Äpfel, denn wenn sie davon getroffen werden, dann platzen die einfach in einer weißen Staubwolke. Weiß-blau, okay. Weiß-blau-lila, ne? Da war auch ein bisschen lila mit dabei. Oder sag mal, pink. Pink ist nämlich viel unmännlicher. Oh Gott, da bin ich gerade noch drauf geglitscht. Ich danke dir, liebes Spiel, dass du jetzt langsam mal Mitleid mit mir hast. Das heißt, dieses Mal werden wir tatsächlich gewinnen. Wie beim letzten Mal haben wir das, glaube ich, auch gemacht, oder? War das beim Zeitlauf oder nicht mehr? Als ich hier eigentlich fast runterfallen... Als ich eigentlich hätte runterfallen müssen, so rum, und dann noch gerade auf den Teppich drauf geglitscht bin, dann habe ich es, glaube ich, geschafft, oder? Bin ich da gerade richtig informiert? Oh nein, das Spiel hat erkannt, dass ich ihn erkannt habe. Hallo, nimm das mit. Danke. Und du gehst auch da. Das war gut. Du bleibst auch noch stehen, guckst ihn an und tauche ich da direkt in die Wand ein, ne? So was macht man, wenn man ein Cheater ist. Aber wir sind keine Cheater. Mal schön nach hinten weggebombt. Schön in die Kamera. Kommt mal seinen Arsch sehen. Dann sieht man immer nur meinen, wenn der meine Unterhosen hier zerschnetzelt. Das ist der Typ mit seinen dämlichen Birnen, ey. Voll auf die Nüsse. Oder auf die Birnen. Sind voll auf die Birnen. Nüssewerfer. Eigentlich auf die Nüsse der Birnenwerfer, aber egal. Was ist das eigentlich? Ist das ein Ausbildungsberuf in hier in diesem Land, der... Ich wollte gerade Indien sagen, aber das stimmt ja absolut nicht. Sondern in dem Land von den schwebenden Plattformen. Hier, das Holzding ist nicht mal auf einer Halterung oder so. Es schwebt hier einfach nur. Wozu ist das gedacht? Einfach nur, vor allen Dingen, warum werfen die da die ganze Zeit ihre brennenden Birnen drauf und das Ding geht nicht mal kaputt?
werfen dann den ganzen Tag brennende Birnen drauf und nichts passiert. Das Ding ist immer noch da. So ein ganz kleiner Weg. Dann ist hier oben noch so ein Weg, wo du hinkommst, indem du auf springende Teppiche springst. Fliegende Teppiche springst, die einfach nur von A nach B kreisen. Dann ist hier wieder so ein komisches... Wie kommt man hier hoch? In Deutschland werden da Treppen. Wo sind die Treppen? Das hat doch alle dämlich im Kopf. So, einmal kriegst du hier einen Apfel durchgeballert. Nein! Oh, das war knapp. Ich will die Bonus-Leben, nicht Level. Nicht unbedingt verlieren. Und da habe ich es verloren. Weil du ein kleiner Pedo bist. So, Crash muss erstmal suchen, wo er hinschießen muss. Den nehme ich doch jetzt ganz gerne mal mit. Und jetzt ganz ruhig in der Bonus-Stage. Mein Rücken tut weh. Warum auch immer. Biegen. Bieg ihn. Damit es nicht mehr weh tut. Oder bieg ihn, bis es weh tut, du Sau. So, einmal ganz vorsichtig. Jetzt gehen wir mal hier runter. Nein, Crash. Oh, du bist ein Idiot. Sehr gut gemacht, Crash. Sehr, sehr gut gemacht. Wenigstens haben wir jetzt nur eins verloren. Oder haben wir damals auch nur eins verloren? Weiß ich nicht mehr. Ich meine, wir haben zwei verloren. So genial war ich. Vorsichtig. Sehr gut. Da ist schon wieder die Kiste. An dem Durchrennen in der Bonus-Stage. Also von der Zeit her kann es also schon mal nicht liegen. So, ganz vorsichtig. Dann kriegt der einmal einen in die Visage. Und da eventuell auch einer. Ist da überhaupt jemand? Weiß ich gerade nicht. Wenn ich baller vielleicht, wenn das... Nee, nicht ganz. Ich hasse diese Teile. So, dich bombe ich jetzt einfach mal gerade weg. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Irgendwie hat die Musik was, ne? Es war ein bisschen krumm, aber es war eine gute Musik, ne? So, einmal hier gerade drüber. Vorsichtig, nicht zu schnell landen. Immer mit der Ruhe, wir haben es fast geschafft. Jetzt nur nicht in den Abgrund rein. Da kommt bestimmt wieder so ein Messerwerfer. Ah, Tatsache. Als ich gerade geglaubt habe, da ist doch keiner. So, ich drehe mich einfach mal über den drüber. Haha, hast gesehen, ihr habt den Edelstein geklaut, du Sau. Und jetzt zurück. Man hört raus, dass es die Crash-Musik ist. Tatsächlich. Ist ja auch Crash Bandicoot, du Opfer. Haha, ich lasse dich jetzt am Leben, einfach nur damit du mit der Pein leben musst, dass ich dich gerade einfach umgangen habe. Das mit der Zeit-Challenge nehme ich übrigens zurück, denn das wäre eine absolute miese Abkürzung, wenn du das tatsächlich machen würdest. So, Pew, einmal weg mit dir, ne? Weiß, wie das läuft. Guck mal, der bewegt sich sogar. Das ist ein minus 1 PS-Motor, den das Ding da drin hat. Warum ich mir überhaupt die Zeit küssen? Brauche ich auch gar nicht. Ich habe hier alle Zeit der Welt. Und das soll euch auch, ihr kleinen Arsch. Geil! So, einmal hier oben die Kiste mitnehmen. Und einmal deine Visage mitnehmen. Die Visage mitnehmen, bitte. Dankeschön. Genau, lass dir noch eine Birne werfen. Die letzte Birne deines Lebens! Deines Lebens! Habe ich jetzt tatsächlich 10 Minuten gebraucht, um dieses Ding jetzt zu holen. So, ganz vorsichtig. Ich drehe mich am besten noch, damit das hier auch wirklich funktioniert. Und... Oh, yeah! Für immer abgeschlossen. LOL! Zweitbeste Zeit! An die zweitbeste Zeit. Ja, die ist richtig gut. Dafür... Nee, dafür gibt's keinen Arsch. Tut mir leid. Nee, dafür gibt's keinen. Dafür gibt's einen, Moment, einen Dan. Und zwar für Danny Basic. Danny Basic. Danny Basic ist der beste Let's Player. Besser als Gronkh. Und das hat er selber gesagt. Das sagt nicht ich, ne? Denn keiner soll Gronkh, darf Gronkh in Frage stellen, bis auf Danny Basic. Denn Danny Basic ist einfach der Größte. 3 Minuten 38 und vor 1 Minute 3. Yeah, ich bin der Beste! Jetzt noch was trinken und das Bier in Sicherheit bringen. Denn so wie ich ja rumragen bin, werde ich das Ding garantiert noch umhauen. So, ich speichere gerade erstmal, liebe Coco, ne? Ich hoffe, da hast du nichts gegen. Und zwar gar nichts, sonst gibt's aus Maul! Und ich bin ein bisschen gereizt nach diesem Ding ins Leveln hier. 75%. Boah, ich muss das Bild von dem Ollo da unten wegkriegen. Ich werde jetzt auch nicht nach oben überschreiben. Vor allem, weil es genau derselbe Spielstand ist, nur mit einem anderen Bild. Ich habe ja in einer Folge, oder zumindest am Ende davon, habe ich nichts mehr erreicht. Bin nur noch gestorben. Gut, aber bei den Stages ist das anscheinend Standard. So, jetzt müssen wir mal gucken. Gerade einmal Luki Luki machen hier, ne? Was brauchen wir? 4 Stück brauchen wir. Ich überlege, ob wir erstmal da unten weitermachen. Na, ich weiß nicht. Jetzt haben wir uns das auch eigentlich das Recht so ein bisschen ergönnt hier, ne? Jetzt mal gucken, ob wir hier alles tatsächlich haben. Oh, nee, hier haben wir nicht alles. 2 Stück gibt's da noch. Na, hör mal, da müssen wir aber später nochmal rein, ne? Dann haben wir hier gar keine mehr. Da haben wir alle. Hier haben wir auch alle. Das ist das Schönste an allem. Hier haben wir auch. Nee, fast. Ah, nee, da haben wir das Platin-Gedönse, genau. Ist ja noch viel besser. Und hier fehlt noch ein Edelstein. Das heißt, wir müssen teilweise in die letzten Level nochmal rein. Ich mache gerade einfach mal so ein Recap, wo wir überall nochmal rein müssen. Dann gehen wir in die Bonus-Stage schon mal da ein bisschen weiter. Einfach mal, um die Abwechslung zu haben. Da auch noch 2. Oh, ach nee, leck mich am Arsch. Da sind noch ein paar. Wir gehen jetzt erstmal in die Bonus-Stage, machen noch ein Level, damit das zeitlich noch hinpasst, ne?
Muss ja auch mal sein, so, ne? Bis 47 Minuten darf ich spielen. Da steht gerade 41 Minuten auf meiner Uhr. Meine iPhone-Uhr. iPhone-Scheiße! Ja, ich weiß. Dankeschön. Oh, was ist das denn? Rings of Power? Oder der Ring of Mine Iron? Nein, eigentlich nicht. Das war die Verarschung von Ring of Fire, ne? Iron, Fire. Ergibt Sinn, ne? Was ist denn das? Oh, das ist, sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Ich probiere es einfach mal, ne? Kann ich irgendwie Boost geben? Oh, ja, man kann Boost geben. Tatsache. Yay, mit cooler Musik und allem. Vielleicht schaffe ich sogar beide gleichzeitig. Hat er die Kiste? Ja, die Kiste hat er mitgenommen. So, das erinnert mich stark an Spyro. Da gab es doch mal so ein Level. Cool, die Kiste hast du verfehlt. Ja, machen wir erstmal das Zeitgedönse. Gut, das Zeitgedönse kann ich jetzt, glaube ich, auch schon ab. Scheiße. Neuanfang! Ich bin zu doof, die Teile zu übersehen. Was steht da? Ich soll mich drehen? Dann drehe ich mich doch mal. Ach so, oh, dann kriegst du einen ordentlichen Boost. Wow, holy shit! Verdammt, holy moly. Muss ich mich jetzt umdrehen? Oh, das ist ja Open World! Toll, ich hab's voll verkackeiert. So, ich sollte mich nur bei den Teilen drehen, wo ich auch tatsächlich sicher bin, dass es funktioniert. Ne? Und drehen. Und nicht drehen. Denn ansonsten kriege ich, obwohl da hätte ich mich noch drehen können, aber hier halt nicht. Und da dann auch nicht. Nur wenn die Ringe dann wirklich, wirklich nah aneinander sind. Wirklich, wirklich. Dreh dich. Da ist ein Intro. Ein bisschen langsamer wäre eventuell angebracht. Ach du Kacke, das habe ich ja so richtig knapp noch mitgenommen. Oh Mann, das kann ja lustig werden. Muss die Ballons mit den Nitro-Kisten auch noch weg, Mann? Das werden wir am Ende herausfinden. Ich bin auf dem dritten Platz. Ach, da fahren auch noch andere Typen mit. Das gibt's ja gar nicht. Ich kann mich einfach wegballern. Wird man dann disqualifiziert? Ich weiß es nicht. Stimmt. Stimmt. So wird mein Gefängnis. Dreh dich. Voll Speed. Du Heilige. Das wird jetzt leicht verwirrend. Aber egal. So. Oh. Ganz großes Licht. Ganz Nitro-Kisten. Hey, hab ich's geschafft? Nein, hab ich noch nicht. Da hätte ich mich eventuell mit Speed durchdrehen müssen. Das wäre besser gewesen. Oh, das ist noch lange nicht zu Ende. 17 von 30. Okay, da steht sogar ein Tor, eine Gedönse. 3 Minuten haben wir noch. Nein, gar nicht. 2 Minuten. Also gib Stoff. Das muss doch perfekt passen, oder nicht? Dreh dich mit Vollspeed. Yay. Das wird langsam sehr knapp. Oh Gott, nein. Nein. Du bist doch ein Homo für... Menno! Ich hab's echt noch verhauen. Glaubt man. Nein! Nö! Das allerletzte! Und dann bin ich auch noch ja! Du bist der Größte! Der größte Volltrottel der Welt! Alle, die abonnieren dich! Nein, natürlich nicht, ne? Auf eure ganz spezielle Weise mögt ihr mich doch bestimmt. Bestimmt! Tja, der Heini verabschiedet sich mal, ne? Und nicht der Heimi von Get Smart. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, lieben Freunde. Wenn ihr euch genauso sehr gefreut habt, dass ich diese Stage jetzt endlich geschafft habe, und zwar die Inner Stage, zumindest die dritte davon, denn es gibt ja 2 davon. Eine muss ich nochmal machen wegen dem Goldrelikt. Haha, wie toll, ne? Dann, weiß ich nicht, zeigt mir das nochmal mit einem Daumen hoch oder mit einem schicken Kommentar. Eins von beiden oder beides könnt ihr euch aussuchen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt geschmeidig, haut rein und ciao.